Was spricht dafür und was spricht dagegen, eine Ausbildung zu machen? Das ist heute unser Thema bei Logo News Date und zum Diskutieren haben wir uns Unterstützung geholt. Mit dem ersten Tag, an dem meine Ausbildung quasi gestartet habe, konnte ich anfangen, Tieren zu helfen. Es geht tatsächlich um Geld und es geht um die finanzielle Sicherheit. Und ich weiß auch, dass ich durch das Studium natürlich viel, viel mehr Chancen habe, Berufe aussuchen zu können. Wir müssen aber natürlich erstmal gucken, wer welche Seite einnimmt. Wer macht Pro und wer macht Contra? Und das entscheidet wie immer Maya. Die Regeln sind heute wie folgt. Wir werden nun abwechselnd dem Hund ein Kommando geben. Und auf wen der Hund zuerst hört, der oder diejenige hat ja ganz offensichtlich die höhere Kompetenz beim Thema Ausbilden. Und der oder diejenige darf sich eine Seite aussuchen. Du legst los. Maya, Sitz. Sitz. Entschuldigung. Maya, Sitz. Sitz. Also ich entscheide mich für die Seite Kontra-Ausbildung, einfach weil ich als Langzeitstudentin meine Kernkompetenz eher auf der anderen Seite sehe und auch glaube, dass ich die Seite glaubhafter vertreten kann, weil ich mich einfach unfassbar gut auskenne nach 13 Jahren Studium. 13 Semestern. So schlimm war es dann doch nicht. Tja, ich kann tatsächlich auch mit der Pro-Ausbildungsseite sehr gut leben, denn ich habe gar nicht so richtig klassisch studiert. Ich habe direkt nach meinem Abi im ZDF angefangen zu arbeiten bei Logo und habe dann quasi nur so berufsbegleitend neben her studiert. Insofern das klassische Studentenleben kenne ich nicht und ich glaube auch tatsächlich, dass man nicht unbedingt durchs Studieren automatisch den richtigen Beruf findet. Ich glaube, so eine Ausbildung ist cooler als ihr Ruf und deshalb vertrete ich sehr gerne diese Seite. Jeder nehme seine Tasse. Ich bin der Broke Student. Und ich bin Ausbildung Loading. Zum Wohl. Auf eine lehrreiche Diskussion. Immer weniger junge Leute in Deutschland machen eine Ausbildung. Dafür wollen immer mehr Leute studieren. Da gibt es also ein krasses Ungleichgewicht. Und das haben auch die Politiker und Politikerinnen in Deutschland gemerkt. Sie wollen, dass die Ausbildung besser angesehen wird. Insgesamt kann man sagen, dass die Politik in den nächsten Jahren viel dafür tun möchte, um das Image der Ausbildung aufzubessern und um insgesamt halt eben Studium und Ausbildung wieder auf ein Level zu heben. Meine Gesprächspartnerin ist Johanna. Sie macht eine Ausbildung in der Seehundstation. Eigentlich wollte sie... Eigentlich wollte sie studieren, Tierärztin werden, aber sie hat dann während der Ausbildung sehr schnell gemerkt, dass das genau das Richtige für sie ist. Hi, ich bin Johanna. Ich bin 22 Jahre alt. Ich mache in der Seehundstation meine Ausbildung zur Tierpflegerin in der Fachrichtung Zoo. Und ich finde, für eine Ausbildung spricht ganz besonders, dass man direkt vorne mit dabei ist. Für meine Kontraseite habe ich mir auch Unterstützung geholt. Und zwar von Minouche von der News-WG. Sie ist Journalistin und sie kennt wirklich richtig gut beide Seiten. Sie hat nämlich erst eine Ausbildung gemacht, fand es aber total schrecklich und hat dann studiert und kann uns deswegen da echt guten Input liefern. Hallo, ich bin Minouche. Ich bin Journalistin und Host bei der News-WG vom Bayerischen Rundfunk. Und ich bin kontra Ausbildung, weil ich einfach noch nicht bereit war für die Erwachsenenwelt. Mein erstes Argument lautet Einstieg ins Berufsleben. Es ist einfach so, dass eine Ausbildung einem den Einstieg in den Beruf sehr, sehr leicht macht, weil man ja schlicht und ergreifend während der Ausbildung bereits seine Arbeit ausübt. Das heißt, man lernt schon all das, was man praktisch für seine Arbeit braucht. Man merkt auch schon direkt, was einem Spaß macht. Und man ist natürlich auch einfach schon in einem Betrieb. Ich kann direkt anfangen. Also ich muss keine 5 Jahre studieren und habe da 30% Praxis, wo ich wirklich was bewirken kann, sondern mit dem ersten Tag, an dem meine Ausbildung quasi gestartet habe, konnte ich anfangen, Tieren zu helfen. Und tatsächlich zeigen die Zahlen das auch ganz eindeutig. 2019 beispielsweise wurden 3/4 aller Auszubildenden übernommen, hatten also nahtlos direkt nach Ausbildungsende einen Job und 80% aller Auszubildenden schaffen den Berufseinstieg direkt nach Ausbildungsende. Es sind tatsächlich nur 20% der Menschen, die eine Ausbildung machen, die nach der Ausbildung erstmal keinen Job finden. Und das finde ich ist eine krasse Zahl.
Wobei man natürlich an der Stelle sagen muss, dass du, wenn du ein Studium gemacht hast, kannst du natürlich in unterschiedlichste Bereiche gehen. Und das ist schon ein Vorteil von einem Studium. Oder sag mal, wenn du BWL studierst und du merkst in deinem ersten Unternehmen, ah, das hier ist nichts für mich, dann kannst du ja immer noch in ein total anderes Unternehmen gehen, was gar nicht unbedingt was mit Wirtschaft zu tun hat, sondern was vielleicht eher Handel ist oder keine Ahnung, wo du aber auf deine BWL-Fähigkeiten irgendwie zurückgreifen kannst. Also, aber ja, es ist halt ein bisschen mehr wie Shivashi. Bei einer Ausbildung weißt du, was es ist, du weißt, was der Job macht, du hast direkt Kontakte, du kriegst auch schnell einen Job. Das ist schon einfach ein Vorteil. Du weißt, was du hast, du weißt, ob es dir gefällt. Und wenn es dir gefällt, kriegst du auch ziemlich leicht und schnell einen Job danach. Und ich meine auch da, bei Studierenden, also ein Studium ist ja auch nicht mehr längst ein Garant für einen sicheren, gut bezahlten Job, den man sofort findet. Mein erstes Kontraargument ist weniger Freiheit. Diese Freiheit, in meinem eigenen Tempo erwachsen werden zu können und sagen zu können, okay, ich möchte jetzt da und da zu dieser Vorlesung gehen und auch die Möglichkeit, einfach frei Zugang zu Wissen zu haben, zu verschiedenen Dingen, aber auch einfach sein Leben komplett alleine gestalten zu können. Aber am wichtigsten fand ich einfach diese Zeit, die ich bekommen habe, um mich zu entwickeln. Da sind wir quasi so ein bisschen bei diesem Wischiwaschi, von dem du eben gesprochen hast. Aber Wischiwaschi kann natürlich auch richtig fantastisch sein. Also ich fand das halt wirklich famos im Studium, ja. Du kannst dir deine Zeit frei einteilen, ja. Du kannst auch mal sagen, oh, zu der Vorlesung gehe ich mal nicht, da lese ich mir irgendwie nur den Reader zu durch. Du hast noch Zeit für Hobbys. Du kannst wirklich viele Sachen ausprobieren. Du kannst gucken, welche unterschiedlichen Seminare besuche ich. Ich kann auch einen Sprachkurs machen. Es sind einfach so viele Freiheiten dir gegeben, was du lernen möchtest, in welcher Zeit du lernen möchtest. Du kannst ja so wie ich Langzeitstudentin werden und irgendwie 13 Semester fröhlich vor dich hin studieren, weil du noch nicht so genau weißt, was du werden willst. Und ich muss sagen, dass ich das einen riesen Vorteil finde. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, was ich möchte. Und dadurch habe ich die für mich perfekte Entscheidung getroffen. Es gibt noch eine Studie. Und zwar ist es so, dass nicht mal 40% der Auszubildenden finden, dass ihr Verhältnis zwischen Berufsausbildung und Privatleben ausgewogen ist. Also das finde ich schon wirklich krass. Also 60%, mehr als die Hälfte, findet, dass sie einfach zu wenig Zeit hat, um Freunde zu treffen, Hobbys nachzugehen. Also klar, wenn du ab deinem 16., 17., 18. Lebensjahr irgendwie 9-to-5 arbeitest, vielleicht auch noch Überstunden machst, wow, da geht schon wirklich viel an Freizeit und Freiheit verloren. Ja, dann musst du noch zur Schule und so. Das ist schon, glaube ich, hart. Eine Ausbildung ist schon hart. Ich finde das kein so überzeugendes Argument, weil letztlich geht es ja sowohl bei der Ausbildung als auch beim Studium nicht darum, eine gute Zeit zu haben, sondern man tut es ja, um sich auf den Beruf vorzubereiten. Also ich habe oft auch so das Gefühl, ja, Wischiwaschi, vielleicht ist Wischiwaschi schön, wenn man frei ist, aber Wischiwaschi führt auch, glaube ich, ein bisschen dazu, dass man irgendwie am Ende auch Wischiwaschi gar nichts so richtig kann. Aber man muss aber auch dazu sagen, dass Tim niemals dieses Studentenleben gelebt hat, weil du schon mit... Ich habe an der Fernuni studiert und habe schon mit 19 parallel angefangen zu arbeiten. Ich habe quasi parallel zur Arbeit studiert, aber... Also er weiß nicht, wovon er spricht. Er hat es nie getan. Bringen wir mal einen neuen Aspekt in diese Diskussion und kommen zu meinem zweiten Argument. Zugang. Es ist einfach, eine Ausbildung zu finden. Grundsätzlich glaube ich aber, wenn man sich Mühe gibt und viel dafür tut, dann ist das gar kein Problem, eine Ausbildung zu kriegen. Und für mich war es jetzt tatsächlich überhaupt kein Problem. Es gibt sehr, sehr viele Ausbildungsplätze und sehr, sehr viele unterschiedliche Ausbildungsplätze. Und man hat relativ gute Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden, der einem gefällt. Und man muss in Deutschland derzeit sogar sagen, dass es deutlich mehr Angebot als Nachfrage gibt. 2020 wurden 530.000 Ausbildungsplätze angeboten und es gab nicht mal 500.000 Bewerberinnen und Bewerber. Das Problem dabei ist ja allerdings, dass immer häufiger Ausbildungsplatz und Bewerber und Bewerberin nicht unbedingt zusammenfinden. Warum das so ist, das erklären wir euch jetzt. 2018 fand jede 10. Person, die an einem Ausbildungsplatz interessiert war, keine Anstellung. Obwohl es in der gleichen Region Betriebe gab, die Nachwuchs suchten. Das hat verschiedene Gründe. In manchen Branchen sind die Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungen fast so hoch wie an Unis. Im Finanzsektor liegt der Anteil an Abiturienten und Abiturientinnen unter den Auszubildenden zum Beispiel bei etwa 70%. Außerdem gibt es Ausbildungsberufe, die sehr beliebt sind, wie beispielsweise Mediengestalter und Mediengestalterin oder Tierpfleger und Tierpflegerin.
Während sich für diese Stellen viele Jugendliche bewerben, bleiben Ausbildungsplätze etwa in der Gastronomie oder in Metzgereien oft unbesetzt. Mein zweites Kontraargument ist die Qualität der Ausbildung. Die beurteilen nämlich viele der Azubis als schlecht. Ich habe da auch Zahlen zu. Und zwar ist es so, dass nur etwas mehr als die Hälfte der Auszubildenden die fachliche Qualität der Ausbildung in den Berufsschulen als gut oder sehr gut bezeichnet. Und mit der Situation in den Betriebenen sind die Azubis oft zufriedener. Trotzdem findet jeder Vierte dort die Qualität auch nicht so gut. Und ich muss auch schon sagen, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die eine Ausbildung machen, dann berichten die wirklich Unterschiedliches. Du kannst, denke ich, wirklich Glück oder Pech haben. Du kannst natürlich einfach das Pech haben, glaube ich, als Azubi, dass du krass ausgebeutet wirst. Also auch das gibt's ja, dass dann Auszubildende quasi als günstige Arbeitskraft genutzt werden. Und dann machst du im Grunde genommen irgendwie, keine Ahnung, immer nur eine Tätigkeit und lernst am Ende gar nicht die Breite des Berufs kennen. Ich finde aber bei dem Argument, ey, du kannst halt mit deinem Studium echt auch Pech haben. Also ich meine, auch da gibt's ja bei Profs so krasse Unterschiede. Ich weiß nicht, ob das ein Argument ist, was unbedingt gegen eine Ausbildung spricht. Vielleicht müsste man halt mehr dafür tun, dass die Ausbildungen qualitativ besser werden. Wir kommen jetzt aber zu einem schlagenden Punkt meinerseits, der mich tatsächlich überrascht hat. Es geht tatsächlich um Geld und es geht um die finanzielle Sicherheit. Man denkt ja, wenn man so denkt, Ausbildung oder Studium häufig auch so aus finanziellen Gründen, ich mache lieber ein Studium, dann verdiene ich irgendwann mal mehr Geld. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht, denn die Ausbildung hat auch mehrere finanzielle Vorteile. Man hat herausgefunden, dass bis zum Alter, also durchschnittlich, bis zum Alter von 35 Jahren hat man mehr Geld, wenn man eine Ausbildung macht, als wenn man an der Uni einen Abschluss gemacht hat. Und das finde ich ist schon relativ lang. Und das hat auch Johanna für sich selber als ganz großen Vorteil gesehen. Man hat natürlich direkt auch eine Vergütung dafür, ganz klar. Also ich bin in der Lage, mir jetzt ein eigenes Leben quasi ganz klein für mich alleine, aber ich kann es mir quasi leisten. Ich habe mein eigenes Geld. Ich muss mir nicht leihen oder noch bei meiner Mama wohnen oder sowas. Das ist natürlich auch ein ungemeiner Vorteil gegenüber einem Studium. Und ich habe meine Ausbildung verkürzt. Das heißt, ich bin ja nur 2 Jahre in der Ausbildung und danach bin ich vollständig berufstätig. Das heißt, ich verdiene danach sehr viel mehr Geld, sowieso auch als jetzt. Und das ist jetzt der perfekte Augenblick, um mal zu gucken, was man als Azubi überhaupt so verdienen kann. Es gibt eine sogenannte Mindestausbildungsvergütung. Sie legt fest, dass man grundsätzlich in jeder Ausbildung pro Monat mindestens 550 Euro bekommen muss, die man in diesem Jahr beginnt. Die Mindestvergütung steigt jährlich an. Laut Gesetz muss sie für Auszubildende, die 2023 starten, bei 620 Euro im Monat liegen. Außerdem muss das Gehalt mit jedem Lehrjahr steigen. Bei vielen Ausbildungen verdient man jedoch mehr Geld, als die Mindestvergütung festlegt. Wie viel genau, ist je nach Beruf, Wohnort und Lehrjahr unterschiedlich. Als Bankkaufmensch bekommt man im ersten Lehrjahr beispielsweise durchschnittlich 1.056 Euro, als Gerüstbauerin oder Gerüstbauer 816 Euro und als Mediengestalterin oder Mediengestalter 987 Euro. Wobei man festhalten muss, dass man als Studierender natürlich auch zum Beispiel BAföG bekommen kann. Minusch zum Beispiel hat BAföG bekommen und konnte sich das Studium deswegen leisten. Man muss es dann natürlich zurückzahlen. Es gibt auch Stipendien, für die man sich bewerben kann, wenn man nicht so viel Geld hat. Und dann kann man trotzdem eben studieren. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ich habe auch zum Beispiel während des Studiums richtig viel gearbeitet und habe halt dadurch auch wahrscheinlich einfach sehr viel länger und vielleicht auch schlechter studiert. Aber das funktioniert dann halt schon auch. Mein drittes Kontraargument lautet schlechtere Zukunftschancen, die man hat, wenn man eine Ausbildung macht im Vergleich zu einem Studium. Und ich weiß auch, dass ich durch das Studium natürlich viel, viel mehr Chancen habe, Berufe aussuchen zu können. Durch den Bachelor, aber auch natürlich durch den Master hat man noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten. Und zwar ist die Arbeitslosenquote unter Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, höher als unter Leuten, die studiert haben. Und zwar war das zum Beispiel im August 2020, lag die Arbeitslosenquote bei Menschen
mit Ausbildung bei 3,9% und bei Leuten, die studiert haben, nur bei 3%. Ist jetzt kein gigantischer Unterschied. Naja, wenn du überlegst, dass die Arbeitslosenquote ja generell total gering ist und wenn sich das dann innerhalb von einem Prozentpunkt abspielt, ist das schon einiges. Und auf lange Sicht, du hast zwar eben gesagt, man verdient bis 35 mehr, aber auf lange Sicht verdient man als Mensch mit Studium deutlich mehr. Schon mit bis zu 2 Jahren Berufserfahrung verdienen Menschen, die studiert haben, fast 1,5-mal so viel wie Menschen, die nicht studiert haben. Das ist eine Menge. Das ist natürlich schon eine Menge. Ich meine, man kann sowas ja nie so genau ausrechnen. Wenn man jetzt sagt, bis 35 verdient man weniger, dann verdient man schon deutlich mehr. Dann arbeitet man vielleicht, bis man 67 ist. Also man verdient wahrscheinlich in Gänze schon einiges mehr. Aber halt später. Aber die Frage ist ja, wie wichtig ist einem das? An welcher Stelle des Lebens ist es einem das wichtig? Und das muss man vielleicht einfach für sich auch überlegen, was ist mir eigentlich wichtiger? Und damit sind wir bei unserem persönlichen Fazit. Und versuch mal bei den 30 Sekunden zu bleiben, Herr Schröder. Ich bleib immer bei den 30 Sekunden. Wie alle, die dieses Format regelmäßig verfolgen, wissen, habe ich noch nie länger als 30 Sekunden im Fazit gebraucht. Mal 3. Und los. Ich finde auf jeden Fall, dass der Ruf einer Ausbildung in Deutschland schlechter ist, als er sein müsste. Denn wenn man sich die Fakten mal anguckt, finde ich, gibt es schon verdammt viele Gründe, die für eine Ausbildung sprechen. Finanzielle Unabhängigkeit, dass man direkt merkt, ob einem der Beruf Spaß macht oder nicht, finde ich, sind schon echt Dinge, die definitiv für eine Ausbildung und gegen ein Studium sprechen. Und ich finde, man müsste einfach noch mehr dafür tun, dass die Ausbildung noch attraktiver wird, damit einfach der Ruf auch besser wird. Ich finde zum Beispiel, es gibt keinen Grund dafür, dass man in Berufen, für die man studieren muss, so eklatant besser verdient irgendwann als in einem Beruf, für den man eine Ausbildung braucht, weil es genauso hochwertige und wichtige Arbeit ist. Häufiger sogar wichtiger. 30 Sekunden. Schrädersche 30, also 45. Bereit? Ja. Hier kommt Jennifer Sieglers Fazit. Ich muss sagen, dass mich die Argumente für eine Ausbildung überrascht haben, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die so gut finden würde. Ich kann auch sehr gut verstehen, wenn Leute sich für eine Ausbildung entscheiden, auch gerade weil man eben früh merkt, was der Job bedeutet und weil man auch direkt Geld verdient. Aber ich persönlich würde mich trotzdem immer wieder, wenn ich es könnte, für ein Studium entscheiden. Einfach, weil man da länger Zeit hat, sich zu entfalten. Ich hätte mit 16 einfach noch nicht gewusst, was ich genau machen möchte. 33,06 Sekunden. Weißt du, was der Trick ist? Einfach aufhören, wenn die Zeit vorbei ist. Aber ich habe dann immer noch was zu sagen. Jetzt würde uns aber wirklich, wirklich interessieren, was ist eure Meinung? Seid ihr vielleicht gerade an dem Punkt, dass ihr überlegt, Studium oder Ausbildung, wohin tendiert ihr? Wie seht ihr das? Kommentiert es gerne. Ansonsten gilt natürlich, wie immer, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und hier gibt's jetzt nun noch den Kommentar unserer Azubine. Wie süß. Azubine Maya.